Das war so. Das hatten sie uns ja am Anfang irgendwie noch so halb mit hier mit Hydra versprochen, so wie du Raggi und so alle noch gesehen hast, ne? Aber haben sie es durchgesetzt? Nope. Deathwing ist aufgewacht, hat einmal alles kaputt gemacht und hat sich dann wieder verpisst. Dann hast du ihn bis zum Ende des Addons nicht gesehen. Er hat das abgesegnet. Ich glaube, wir müssen da nochmal rüber, weil es hier nicht genug sind. Vor allem ist mir auch vorhin erst aufgefallen, dass es hier vier so eine Altäre gibt, ne? Hier, so wie das hier, wo wir hier gerade sind. Ist mir nie aufgefallen. Die Beobachter fliegen auch, stimmt. Da war ja was. Ich muss näher. Komm, neuer. DK, alles weg. Aui, das ist cool. Hast du dir eigentlich schon angeguckt, wie Jochen WoW spielt? Nee. Seit heute online. Also die erste Folge, ich weiß nicht, ob heute mehrere Folgen kamen oder ob jetzt ab heute jeden Tag eine kommt. Aber das Geile ist halt, Jochen als Balo wirft doch Jochen immer vor, dass er irgendwie ein Hundehasser ist und so. Ja, und ich hätte gerne Katze. Ja, muss die Jäger spielen. Balo halt wirklich nett versucht ihm zu erklären, dass man halt normale Pets haben kann und halt Kampfpets, so wie ein Jäger. Also die nicht Kampfpets, Battlepets sind ja mittlerweile die normalen Pets. Und dann irgendwie, ja, und du wolltest ja Verzaubererhexer spielen. Ja, habe ich herausgefunden, gibt's ja gar nicht. Und dann kam, ich weiß nicht, das kam aber so plötzlich so von wegen, ja, irgendwie mit Panda auf jeden Fall. Und dann so, ja, Panda kannst du spielen? Boah, geil, ich bin Panda spielen. Dann hat Balo halt ein bisschen rumgewitzelt, weil die Pandas sind ja nun mal laut Fanboys irgendwie total lächerlich, obwohl die ja nun mal, die Pandaren gehören ja nun mal leider, was heißt leider? Die gehören ja nun mal zur Lore von WoW. Von Warcraft. Schon seit Warcraft 3. Chen, Mann. Chen ist voll badass und ich mag Lili. Wo sind diese furchterregenden Schrecken? Was sind die? Ach, das sind die Dinger da unten, ne? Die Untoten. Ja, die großen. I see. Sind hier vielleicht noch irgendwo zwei nebenan? Du bist ja noch rein hier wegen den schlafenden Dingern. Ja, aber hier ist ein großer Raum. Hier sind ganz viele schlafende Brücke, dann müssen wir nicht 20 Räume abgrasen. Da ist keiner. Hallo. So, da haben wir schon mal so vier. Wir werden ja nicht unnötig viel Zeit verbringen. Jalebronn ist für mich nämlich auch die schwächste Zone. Vom Holding Fjord. Aber ich bin ja eh so ein Kamagua-Fanboy. Ich bin außer Reichweite. So, und wir brauchen nicht mal mehr irgendwie großartig was machen, weil wir ja schon ganz viele. Also ich zumindest ganz viele von diesen Routen gefarmt habe. Ist noch nicht bereit. Zählen meine eigentlich für dich mit? Nee, ne? Komm nicht. Voll uncool, aber ich habe ja zum Glück schon fünf. Ich kann doch, haben wir mich mitgezählt. Cool, fertig. Mann, waren wir lange hier drin. Guck mal, wir sind gerade mal nicht mal richtig im Raum drin gewesen. Gerade mal so einen Fuß reingesetzt. So. Gibt's ja noch, was ich demnächst mal. Ich habe mir letztens auch wieder Dungeon Lords installiert. Ich weiß nicht, das Spiel ist so schlecht gemacht, aber ich spiele so gerne, ich weiß nicht warum. Erinnerst du dich noch an Dungeon Lords? Ungern. Ungern. Ich weiß nicht, irgendwie mich fasziniert. Ich glaube, wenn die das gut gemacht hätten, weil das ist das Problem, deswegen mag ich Dungeon Lords so. Es gibt keine guten Mittelalter-Rollenspiele, die man gut im Koop spielen kann. Also, ich sag mal so, so ein Skyrim im Koop würde wie gesagt nicht gehen. Dafür gibt es jetzt die Elder Scrolls Online, aber das ist ein MMORPG. Das ist ja was ganz anderes als ein Rollenspiel im Koop für, sagen wir mal, vier Leute. Dungeon Lords geht ja sogar zu 8. Aber 8 ist schon krass, also 3 war ja schon sehr unübersichtlich. Was für Ahuta Weißfrost, schlafende Riesen, Chris Ben. Wir sehen uns. Liebling Aschtut. Der schlummernde König, Chris Ben. Nekrogossus Metzen. Achso, ich wollte gerade sagen, bin ich schwer Level up. Schultern, die ich nicht brauche. Nee, die eigentlich ein Gürtel waren. Großmutter Anker, die wandelnde Turm, Walking Dead.
The Walking Set. Auch nur Bullshit. Verkaufen? Ich habe das Richtige für euch. Ja, das Richtige für euch. Was für ein Scheißdreck, Digga. So. Le Burg Utgard. Quatsch, hier muss ich da hin. Ich flieg dann schon mal runter zum Hafen, weil da müssen wir dann später noch die Quest abgeben. Cool. Mann, kam ich weit. Nee, aber so, sagen wir mal so ein Ableger von Risen. Risen kennst du nicht, oder? Nee. Risen ist quasi der inoffizielle, fast würde ich schon sagen, Nachfolger von Gothic. Also Risen ist schon ziemlich geil. Ja. Okay, du hast es auf jeden Fall schon mal gesehen. Es hat nur hier und da ein paar Lücken, wobei ich glaube Risen 2 und 3 und alles, was da so zwischenkam, war noch ziemlich gut. Risen 1 hatte halt das Problem, gegen Ende war es wirklich nur noch gefarmt und immer durch dieselben Ruinen so voller Untoten gestapft, die halt immer stärker wurden und da musstest du halt wirklich Geld sammeln, damit deine Rüstung besser wird, so typisch rollenspielmäßig. Nur halt, du musstest farmen, um noch mehr zu farmen, was ziemlich jetzt war. Ich hatte gerade mega Lag, aber das ist jetzt besser. Nee, ich lag hier drin. Ach, wegen dem Feuer da hinten? Nö, jetzt geht's. Naja, jedenfalls. Und das zum Beispiel in einem guten, eigentlich Zwei-Spieler-Koop wäre schon ausreichend, aber ich sag mal so, im Sinne unserer Gruppe jetzt hier, wir sind ja Drei-Spieler-Koop wird schwierig, deswegen Vier-Spieler-Koop wäre schon megamäßig geil. Dann halt vielleicht so ein bisschen wie in SWTOR, dass man so gemeinsam antworten kann. Weil das... Ach, da ist noch eine Quest. Moment. Upsi. Dunkelläufer Mara. Ingvar muss sterben. Dunkelläuferin Mara möchte, dass ihr Ingvar den Brandschatz an Burg Utgarde tötet und Abrüstung. Dunkelläuferin Mara möchte, dass ihr 5 Waffen der Brücke aus Burg Utgarde steht und sie zu ihr nach Burg Utgarde bringt. Ich bin übrigens letztens hier mal durchgerannt, weil ich irgendwas farmen musste mit meinem Drüben. Bin ich einfach easy durchgerannt. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau ich hier drin war. Ach, für irgendeine. Hier von irgendeinem Fest wieder so irgendein klopftes Achievement. Ich habe ein bisschen krass gepult, ne? Kann man sagen. Ich habe jetzt gerade alles anschmeißen müssen. Ja, für hier Ehre die Ältesten, die hier, das Mondfest. Muss ich auf jeden Fall irgendeinen Schwachsinn farmen, hier irgendwelche Uran-Geister ansprechen. Und der hier in Burg Utgarde war halt wirklich ganz am Ende. Kurz vorm Endboss halt die letzte Treppe. Und dann dachte ich mir, okay, besiegst du schnell den Endboss und springst hier runter, damit du schnell wieder rauskommst. Weil ich musste hier noch weiter andere Sachen in Northrend machen, ne? Mhm. Aber nichts war. Ich habe irgendwie ich hatte aber alle Bosse gekillt. Also ich habe einfach irgendwo zwischendrin einen Knopf oder so vergessen zu drücken. Und dann kam ich nicht raus. Das heißt, ich durfte vom Endboss den kompletten Weg zurücklatschen. Verletzen. Ich hoffe, es geht nachher. Obwohl, wir können uns ja rein und raus bauen. Ey. Ich meinte ja nicht, ihr Schweine. Ey, komm, wir sind zu vier. Die haben wir ja geschafft. Hab ich irgendwas Tankiges nicht an? Müsste aber eigentlich. Gestunt. Also ich bin in Tankhaltung, mehr kann ich nicht machen. Geht auch schon. Ja, aber ich krieg immer... Naja, okay, ich bin ein Todesritter. Wahrscheinlich muss ich so stark droppen, ne? Ich bin außer Reichweite. Da bin ich einer beschwert, warum ich die ganzen Waffen hier Ninja loote. Damit ich in Ruhe tanken kann. Damit die anderen dann später looten. Auch immer noch eine nützliche AOE-Fähigkeit. Oder allgemein eine andere nützliche Fähigkeit außer Todesmantel für Ohnmacht. Lulu. Ich hab den Arm. Vielleicht erstmal eine Tassensuppe machen. Oh, hier ist was respawned. Ich muss näher ran. Geil. So, ich hab 4. Dummy Ninja Looter auch, du hast meine Permission als Tank. Das ist
Scheiße. Habe ich es gerade gesagt oder habe ich es glitzern sehen? Hast du darauf gewartet? Ne, es war nicht meine Hauptintention. Ich habe es aber dann gesehen und dann dachte ich mir, oh, wo du es gerade gesagt hast, trifft sich das doch gut. Gibt es hier eigentlich Untote später? Nee, ne, hier sind die noch alle lebendig. Hatte ich letztes Mal schon gestellt, die Frage. Die sind alle extrem schwach, ne? Ist mir scheißegal. Ja, stimmt, es gibt nur hier so Bomb-Untote. Ja, ja, die Skelette und diese SM-Sklaven, wo ich immer den Namen vergesse. Schrecken? Genau. SM-Sklaven, wo ich immer den Namen vergesse. Spuk, oder? Spuk, genau, Spukse. Spukis. Ja, da habe ich schon mal einen Untoten Mind Control und kann ihn nicht benutzen. Lol, Blizzard. Im Nexus auch nicht, weil da sind Drachen. Sowas fehlt mir übrigens mal wieder, so eine richtig geile Dracheninstanz. Das ist auch was, worüber ich mich im Blackrock freue. Also in Hearthstone, weil, warst du per... Ne, das war ja noch in Kata. Da gab's halt ja noch gar nicht. Da war ich noch mit der Gilde raiden. Ganz klassisch. Oh, hab ich gerade erstmal mein Mausrad entriegelt. Über BWL, wie hieß denn das? Das versteckte Labor. Blackwing Descent, der Pechschwing-Abstieg. Mit hier Zombie-Nefarien und so. Darauf freue ich mich und das ist halt auch in Blackrock. Also Blackrock kommt halt Blackrock Tiefen, Molten Core, Blackrock Spitze, BWL und Pechschwing-Abstieg. BWL und BWD. Finde ich richtig geil, weil Zombie-Nefarien war auch immer ein geiler Boss, der mich irgendwie immer gereizt hat. Wer war der einzige Boss in dieser Instanz, den ich nie gesehen habe? Nefarien. Ich war nie beim Endboss, weil meine Gilde irgendwie kacke war. Das war aber auch kurz vor Ende des Addons, also wir haben einfach nur noch Just for Fun irgendwie. Und dann haben sie den Server gewechselt. Deswegen war ich da nie. Meine Gilde ist gegangen. Das Lustige ist, sie sind auf den Server Tyrondrius gegangen, wir sind ja auf dem Server Lordaeron mit der Allianz. Und welche beiden Server wurden jetzt im Zuge der Serververknüpfung wieder vereint? Richtig! Tyra, Lordaeron und Tyrondrius. Theoretisch kann ich mit den alten Nauding sogar wieder spielen. Ey, der Untertitel war, ich werde euch mit Freunden ausweiden. Aber er hat gesagt, ich weide euch mit Freunden aus. Lol, wäre cool. Ich hätte gern Untot. Ist der Boss Untot? Der Boss ist Untot. Soll ich mal gucken, ob ich ihn Mind Control kann? Ich würde dann gerne überleben. Alter. Warum haben wir denn so viel Schaden bekommen? Brauchen wir CC? Ich hoffe doch nicht. Das will ich doch vermeiden. Zu vermeiden wissen. So, das ist das Richtige. Komm, er killt den einen noch. Mage bombt. Domi, HP-Teil, Totem. Hab ich gerade schon eben gemacht. Frosch. Aber kein Ding. Ihr müsst ja Maß retzen, nicht ich. Knall mal Maßretz raus. Bitte. Danke, danke. Kein Ding. Digga. Warum kriege ich denn so aufs Mal? Ach, weil ich noch keinen guten Loot habe, das macht Sinn. Oh, das wird wieder gegen Ende witzig. Warum läuft der eine rein? Ah, den Maßratz genommen. Vielleicht von Tränke gefunden, habe ich gar nicht gedacht. Kann ich den nicht unterbrechen? Nee. Ich hätte auch gewundert bei dem Boss. Ist das sein Regen? Kein vom Heck dazu sein, wenn er da ist. Ja, bis auf. Ach stimmt, das war ja auch noch ein Aoi-Boss. Oh Gott. Ja, toll. Kann man das nicht mal kaputt machen? Ja. Ach, ich hab gerade mit dem Frostzauber drauf geballert, deswegen war das zu immun. Das ist natürlich schlau. Mir egal. Wobei, hau die mit AOE raus. Zauberer durch.
Können Schamanen eigentlich Dolche tragen? Ja, kann ich. Okay. Weil Paladine können das nicht. Lächerlich. Diese kleine Kackwaffe. Lächerlich.